Hallo, Freunde von Andis Holzkiste. Meine fußballverrückten Kollegen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, morgen startet die Bundesliga-Saison und wir haben hier eine Magnettabelle, die braucht einen Ständer. Kannst du uns nicht ein Stück Holz mit einer Nut machen, dann können wir diese Tafel da reinstellen. Nun wäre ich natürlich nicht Andi aus der Holzkiste, wenn ich einfach nur ein Brett mit einer Nut mache. Aber es soll ja auch ganz schnell fertig sein. Also schaut mal einfach zu, was ich so schnell basteln kann. Ich habe mir aus meinen Holzresten ein Stück rausgesucht, das ich jetzt nach den Längenangaben meiner Kollegen zusäge. Dann fahre ich das Sägeblatt herunter, das nur noch ein halber Zentimeter raussteht, stelle mir 10 bis 15 Grad Schräge ein, fahre mit dem Holzstück drüber und damit ist auch schon eigentlich der Auftrag von meinen Kollegen erledigt. Und ich wäre ja nicht der Andi aus der Holzkiste, wenn ich mir jetzt nicht noch was Besonderes einfallen lasse. Und dafür zeichne ich mir erstmal mit einem dicken Stift ein paar ordentliche Buchstaben vor. Für die Innenausschnitte, wenn ich jetzt meine Buchstaben aussägen will, muss ich natürlich wieder Löcher vorbohren. Und dann geht es auch schon los und dann säge ich mir einfach die Buchstaben aus diesem kleinen Holzstück heraus. Ich bin ja nun wahrlich kein Fußballexperte, aber das eine oder andere kenne ich auch noch. Vielleicht kann sich der eine oder andere ja auch an folgendes Glanzlicht entsinnen. Bevor ihr mir jetzt alle davonrennt wegen der Musik, lasse ich euch lieber noch ein wenig mit der Musik von Max Schumann allein. Nach dem Trocknen der Farbe wird dann alles noch verklebt. Ja, und so sind wir auch schon fertig mit meinem kleinen Tabellenhalter für meine Kollegen. Und ich hoffe, Ihnen wird es gefallen. Ich habe mal hier noch so eine Pappe, weil ich ja jetzt diese Tabelle nicht bei mir habe oder nicht hier habe, so dass man mal sieht, wofür das dann eigentlich gedacht ist. Und ich hoffe, ich kann euch noch ein Foto dann hinten ranhängen, wenn ich das sozusagen übergeben habe, dass man das mal mit der richtigen Tabelle sieht. Ansonsten hoffe ich, dass es euch viel Spaß gemacht hat, so wie es mir wieder gemacht hat. Und wenn es euch besonders viel Spaß gemacht hat, könnt ihr mich natürlich abonnieren. Dann verpasst ihr nichts Neues. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Euer Andi aus der Holzkiste. Oder auch Your Andy from the Woodbox. Bye, bye.